Ich glaube, das Gesicht sagt schon alles, Alter, ey. Eric hat in sein Gorka gepennt, Mann. Nice. Zweiter Tag. Mal schauen, was der Tag heute bringt. Karl. Fahrt zur Border War, haben sie gesagt. Da hast du Spaß, haben sie gesagt. Der Satz, mit dem wir heute in den Tag beginnen werden. Hallo und willkommen zum zweiten Teil der Videoreihe Border War 2019. Am zweiten Tag hieß es noch mehr Lab als im ersten Teil. Wir waren ganz böse und es gab ein bisschen Krawall im Village, aber ich will nicht zu viel verraten. Da wir in der Offzone geschlafen haben, müssen wir uns nun auf den Weg machen zum Village, um dort unsere Missionen abzuholen. Bis dato wussten wir auch nicht, was auf uns zukommt, genauso wenig, was auf dem Weg vor uns liegt. Eine Sperre nach der anderen. Die Rebellen scheinen auf Zack zu sein. Everything fine? Ja, und auch Deutsch. Wie in fast jeder Border War wurde wegen der sogenannten Kleiderordnung etwas diskutiert, weil ein paar von uns keine Caps auf hatten bei gefühlt minus 20 Grad, sondern Beanies in Fraktionfarbe. Nach ihrer Meinung war es schwer, uns als MedTech-Fraktion zu erkennen, auch mit unseren Oliv-Coyote-Tarn. Laut der Regel durften wir sogar Helme tragen, wenn wir wollten, aber alles cool und somit gingen wir weiter. Mahlzeit, hello. Servus. Was sind das hier? Taskforce, Rebellen? Ja. Alles Mögliche, ja? Ja. Hello. Lauter Tiffys. Anscheinend haben sich die Rebellen gegen die Taskforce gut geschlagen, denn das ganze Village war voll von der Taskforce. Für uns begann nun das Briefing. Heute hieß es, seid nett zu allen Fraktionen und sammelt so viel wie möglich Kohle ein. Soweit wir es verstanden haben, hat jemand von unserer Fraktion einen Virus in die Kraken-PMC-Base reingeschmuggelt, die anscheinend nach einer gewissen Zeit ausbrechen müsste. Was aber das für einen Einfluss nun auf uns hatte, wussten wir nicht. Unsere Mission hieß es, die Taskforce aus dem Village rausbegleiten und gemeinsam mit ihnen einen bestimmten Ort zu erreichen. Ja, 100 Meter nach dem Village Magazin rein. Ja, ja. Geh auf die Rechte. Friendly! Hey! Did you have a medic? Hey, I'm a medic to help you, okay? We are here to help you. Is this all PMC? No. We come from with you task force. Auf dem Weg trafen wir einen anderen Platoon der Task Force. Nun wurden wir angeheuert, uns dem Kampf anzuschließen, um die TF bei ihrer Schlacht zu unterstützen. Es war sehr verwirrend, da uns keiner genaue Angaben geben konnten, wo und wie viele Rebellen es waren. Okay. Alright. Hier bei mir. Hier. Hey, die kommen. Oh. On the road. Take them on fire. Igor, gib Feuer auf dem Weg. Es wurde immer schwieriger. Für einen Rebellen, den wir rausholten, kamen gefühlt drei nach. Wir wurden immer mehr zurückgedrängt. Dabei bleib, komm. Na komm, das ist nicht unser Krieg. Dann lass uns wieder zurückgehen ins Village. Ich musste feststellen, dass es hier nichts zu holen gab. Aus diesem Grund entschieden wir uns für den Rückzug. Immerhin war nicht unsere Hauptmission, eine zahlenmäßigen unterlegene Taskforce bei ihrer Schlacht zu unterstützen. Also hieß es zurück zum Village. Hey Andrew, klär mal mit den drei ab, wo die hinwollen. Weil da sind zwei Rebellen auf der rechten Seite. Hey, auf der rechten Seite sind wir ungefähr 30 Rebellen, ne? Ja, auf der anderen Seite, die kreuzen uns jetzt gleich den Weg. Als wir losgingen, folgten uns drei von der Taskforce. Ich dachte mir, wieso folgen sie uns? Wir laufen direkt auf einen großen Trupp der Rebellen zu. Wir werden wahrscheinlich jetzt Probleme haben, da die Rebellen wissen, dass wir auf sie geschossen haben. Und jetzt laufen mit uns drei von der Taskforce mit? Wir mussten uns was einfallen lassen. Halt die Waffen runter. Waffen runter. Okay. Hoffentlich geht das gut.
Wir sagten den Rebellen, dass die Taskforce uns nicht genug bezahlt hat, um ihnen weiter unsere Hilfe anzubieten. Von daher haben wir 3 von denen gefangen genommen. Und die wiederum wollen wir an die Rebellen verkaufen. Okay. Oh Mann, ist das böse. Ja, dann verkaufen wir die Taskforce jetzt erstmal für richtig gut Geld, oder? Ich meine, die haben doch bestimmt auch gut Geld und sowas auf Tasche. Ja, dann nimmt sie mit. Okay. Hey, Taskforce. Da hast du jetzt was eingebuckt hier, ne? It was at this moment he knew. He fucked up. Ihre Dollar auch alle noch nicht ausgegeben hier. 10 for one, 30 for all. A little bit more. Oh, that's good. That is good, man. Oh shit, this is good. 10 more. And then we have more. Wir drücken den Geldkasten. Okay, ich gebe euch noch eine Beefy-Rolle. Ich habe Cookies. Ah, oh, I see your money. And I take the cookie, this is good. Yeah, you can have a cookie. Oh shit, man. Wir haben, die haben bezahlt, die Jungs haben sich gerade Suicide begangen, aber bezahlt ist bezahlt, okay? Nein, nein, wir haben noch Informationen. Einen habt ihr noch. Fertig. Okay. Sorry, guys. Wo habt ihr denn die her? Erzähl. Können wir euch verraten? Du siehst hinten die Baumstümpfe, ja? Hey, Alter, ich wusste schon, dass ihr uns verkauft. Habe ich schon gewusst. Aber ich mach mal mit, sonst ist er nicht lustig. Kann ich mal einen anderen Jungs herholen? Ja. MBG Squad! Wir haben es geschafft. Die Rebellen hatten keine Gefangene mehr. Dafür aber ein paar Informationen. Und wir konnten unseren Geldbeutel etwas auffüllen. Da schließen wir uns an. We are 8. Yeah, you're 8 guys. Yeah. You head down to natural gas. Okay. Missionenbesprechung inklusive Zuteilung. Doch davor kamen erstmal die Krakenfraktion und haben im Dorf anscheinend ein Versuchskaninchen gefunden, der irgendwas trinken muss. Es ist kontaminiert, weshalb Igor seine Atemschutzmaske gleich mal aufsetzte. Da geh einfach mal zu hin. Ey, das kommt mir vor wie auf dem Ballermann. Ach, schau, da haben wir den Beweis. Oh nein! Oh nein! Achso, mit dem hat man nicht gerechnet jetzt! Ja, du kannst ja auch. Yes, he's dead! He's dead! He's dead! Peter! Peter? Peter! Smallcock! Smallcock! Kraken, komm, euer Chef! Wie Six! Ich bin der Erste, der schießt. Einfach so. Take position! Nach der lustigen Aktion vorhin fing nun der verwirrte Part an. Keiner konnte so richtig sagen, was nun Sache ist. Die Kraken durften nicht mehr ins Dorf und unser Commander versteckte sich. Das ging alles so schnell und die Kommunikation war in diesem Moment auch nicht die beste. Die UN-Fraktion hier zum Beispiel hielt den Commander von der Krakenfraktion nun fest, weil anscheinend ein Haftbefehl oder sowas vorliegt und wir, die MedTech-Fraktion, keine Ahnung, was wir eigentlich machen. Wie gesagt, alles sehr verwirrt. Nee, der ist, glaube ich, im Zelt da drin. Das ist gut, weil er muss sich verstecken. Danke für die super Info, dass unser Commander sich verstecken muss. Aber warum? Blieb für uns dennoch ein Rätsel. Ja, warte. Nein, macht halt gar nicht. Wir haben doch 3 Stück bekommen von den Dingen. Hey Jungs, ihr seid Medusa, ne? Wow, der Wahnsinn! Action! Fehl am Platz. Keine Ahnung, was die UN da gerade mit unserem Commander, der sich ja eigentlich verstecken musste, da gemacht hat. Auf jeden Fall hat das dafür gesorgt, dass wir wie in so einem schlechten Film uns gegenseitig anvisiert haben, während die Krakendame einen Abflug macht. Meiner Meinung nach hat man hier was versucht, aber irgendwie kam das nicht so toll an. Zum Schluss hieß es, dass die Krakenfrau anscheinend bewirkt war von diesem Virus und jeder, der ihr die Hand geschüttelt hat, ist nun infiziert. Weshalb Igor und Drew hier beim Dorfdoktor sitzen und sich heilen lassen. Das war's mit dem zweiten Part der Videoreihe. Sehr lablastig und auch sehr verwirrt zum Schluss, aber man hat sich Mühe gegeben. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und sagen ciao, bis zum nächsten Part.